Hans? Was sind der jetzt schon wieder hin? Hast du ein Punkt dabei? Der Jürgen fährt hier auf den Hof. Moje, Volker. Hallo Jürgen. Tag, die Herren. Hallo. Tag. Ganz vor, Volker. Was ist es hier? Nö, passt schon, mach. Hans? Ja? Wollt mal fragen für das Fest oben, für das Weihnachtsfest. Hm? Was man da als Gewinn machen? Ich hatte schon Was? mal an so, keine Ahnung, 8% oder so Gutschein beim Händler bei dir, also hat schon mal so Das wäre dran nicht eine gedacht. gute Idee. Gute Idee für nächstes Mal. Also 8%? Ja. Schreibe ich mir das kurz. Also einmal mal oder mehrmals. Einen. Also Ein. Einmal. eine Jeden. Bestellung oder für ein Gerät? Für eine Bestellung, eine komplette Bestellung. Okay. Für jeden aus Schwarzing. Für jeden. Ja. Klingeln. Halt Volker mit meinem Dobler rein. Hallo. Oder? Hä, was? Volker? Ja. Bist du mal einverstanden mit dem Drogentest? Warum? Warum fährst du mein Teleskoplader darüber? Hä? Ach, den? Ich dachte, der war zum Verkaufen. Bin jetzt verkauft. Ja. Ich dachte, der sollte verkauft werden. Hey, warte, komm mal hier, guck mal. Mensch. Hat einen Scherzkeks, ey. Was denn? Ja. Deswegen steht er dahinter. Ach Scheiße, wir haben ja April, gell? Nee. Dezember. Ja, ich war Ja, da irgendwie ja. zu lang geschlafen. Aber ich glaube, der hier soll verkauft werden, oder? Ey, Finger weg. Da gibt eine Anzeige bei der Polizei. Soll der hier nicht verkauft werden? Nee. Ja, gar kein Fendt, Volker. Fendt. Wer fährt denn schon Fendt? Ey. Guck mal, selbst der Hans hat hier Deutz und John Deere drin hängen. Das habe ich nicht da Ja. reingehangen, das hast du da reingehangen. Und festgenagelt bis zum geht nicht mehr. Ja. Mit Industriekleber festgeklebt, siehst du doch hier. Ja. Und Aber das Hans, sind ich ganz verrate dicke jetzt was. Steinplatten. Ich verrate jetzt was. Was? Der mit der coolen Sonnenbrille, der hat da auch mitgewirkt. Hey, Sex. Der hat nämlich das Plakat gehoben, als ich es Dim, festgeklebt dim, habe. dim, Hey, dim. Wessex, Dim, ich kann eine Anzeige dim. gegen Sie stellen. Und auch, na, nur so gegen Sie. Ach, Hey, ja. wolltest du den nicht verkaufen, den Manitou? Nein, den Ach so. brauche ich noch. Du bist Vor so allem, das ist hierher. noch nicht mal Manitou, das ist mir sehr böse. Ja, stimmt, minderwertige Qualität. Nein, der ist gut. Hans. Also, was machen wir denn jetzt mit der Sämaschine? Kaufen. Musst du entscheiden. Das LU hat gesagt, die würden um die 5000 würde das kosten, wenn ich von denen säen lasse. Da kann ich mir 10 säen, da kann ich mir 10-mal ansäen lassen, bin ich immer noch günstiger. Ist deine Entscheidung. Lesen du immer. Hm? Was siehst du denn immer, Volker? Ja, ich gehe nur wenn ich eine 20 Mal kann ich so ansehen lassen, wenn ich von einem 100.000 Wert von einer Sämaschine ausgehe, weißt du?
Hast du eine Sämaschine, Jürgen? Ja. Okay, dann kann ich... Direktsaat. Was für eine? Horsch Pronto 9DC. Ah, dann könnte ich mir die ausleihen. Vielleicht. Gegen so einen kleinen Obolus. Bestimmt. Herr Waysex? Ja? Bitte eine Gebühr drauflegen, die ein bisschen höher ist. Ja, ja, 10.000 pro Nutzung. Nein, Spaß. Dann gehe ich zum Lohnunternehmen. Nee. Nee, ja, aber... finden wir schon was, Volker. Warte mal. Willst du Saatgut mitnehmen, Jürgen? Ich Saatgut mitnehmen? Jo. Ich hab immer da hinten in meiner Sämaschine ein bisschen Saatgut drin. Ja, immer doch. Dann fahr doch mal rein, dann laden wir das aus und dann kannst du das gleich mitnehmen. Kaufe ich die Sämaschine. Was soll denn das? Brauche ich ja dann nicht mehr. Och, da ist auch noch Dünger drin. Aber das. Ach, geil. Kriegst du das überhaupt auf deinen Tieflader? Ja, ja. Fahr den aus. Verkaufen wir Runa? Jo. Rückwärts, gerade. Bisschen links. Gerade. Bisschen links. Gerade. Links. Ja. Weiter einschlagen. Knapp. So müsste da passen eigentlich. Jo, komm rein. Es passt. Hast ja mehr Dünger als Saatgut drin. Ja, ist halt der Tank. So, Herr Varuna. Haben Sie mal mit hier? Jo. Stellen Sie sich mal hier hin und schauen Sie es mal an. Ich fahr mal den Traktor rüber. Kann ich den mal waschen? Klar. Hans? Ja? Kannst du mal kurz deine Autos wegfahren? Wo hat denn der überhaupt sein Waschplatz? Hey. Der hat gar keinen Waschplatz. Hans! Das müsste schon passen. Hast du überhaupt einen Waschplatz? Nö, wieso? Ja, wie soll ich denn meinen Traktor waschen, du Held? Eieiei. Ich bin verwirrt. Jürgen? Ja? Kannst du mir nochmal einen Schafstall hinstellen? Noch einen? Jo, hätte gern noch einen. Hab gerade ein bisschen Geld gemacht. Okay. Ja klar, kann ich machen. Ja, Profi hier am Start. Okay, ich bin dann bei mir am Hof. Geht es heute noch? Ja, klar. Okay. Gut. Ich jetzt gleich direkt machen, wenn ich unten bin. Das wäre super. Bis später. Jo, bis später. Ciao. Ciao. Hans, was ist mit dir los? Hast schon wieder nichts zu tun. Ich hab nichts zu tun. Langsam, der Sitz nutzt sich ab, ey. Musst du bald mal zahlen dafür. Wäre das jetzt gemein, wenn ich ihm die Paletten wieder runternehme? Warte mal, gehört das Saatgut hier nicht auch noch mir? Ja, warte. Ja, gell? Die kleine Palette. 100 Liter. Nur die rechte? Mhm. Stell mal den Fendt weg, bitte. Meinst du den schönen Fendt? Stelle ich ihn die gerade auch noch drauf. In einen Sack. Ja, besser wie nix, oder? Dann sind 100 Liter mehr. Ach nee. Gut. Aber ich glaube, wenn die aufeinander stapelst, fallen die runter.
Weil du hast keine Spanngurte. Nee. Jürgen? Ja. Hast du gehört? Was? Ich glaube, die fallen runter, wenn du da um die Kurve fährst. Ach Quatsch. Hast du ja einen Telelader dabei, ne? Ja, ja. Gut, tschüss. Ich kann ja auch langsam fahren. Hast du einen Witz gemacht oder was? Gut, aber tschö erstmal. Jo, ciao. Hi. So, ab geht die Luzi. Eieiei, einmal mit Profis. Kann ja auch langsam fahren, als ob. Weißt, die Polizei nimmt sich wieder solche Rechte raus hier. Eben. Tut so, als könnten sie alles. Können sie aber nicht. Nee, auf keinen Fall. Dürfen sie auch gar nicht. Das sollten eigentlich sie nicht. So, dann organisiere ich nämlich. Ah, warte mal. Wir könnten zum Harry fahren. Dann gehen wir beide zum Harry und fragen nach Arbeit oder was? Können wir auch machen. Warte mal. Brücke hier war nicht ganz, gell? Mhm. Sind nicht ganz. Beide nicht. Hm, schade. Ich weiß ja, hier ist ein großes Naturschutzgebiet, deswegen dürfen wir die Bäume ja nicht fällen. Ja, da war was. Deswegen ist ja nicht. Warte mal, ich ruf den mal an. Hm? Hallo? Hallo Harry, kurz eine Frage. Kann ich mir deinen Viehtransporter ausleihen? Ja. Okay. Steht der am Hof? Ja, könnte ich auch mit dem LKW fahren. Führerschein habe ich. Ja, der wäre frei, ja. Am Hof? Ja. Okay, gut, dann komme ich gleich hoch. Tschüss. Tschüss. Alter, was ist denn das? Hm? Was ist denn das? Seit wann darf denn der auf der Straße fahren? Das lohnt uns nicht. Warte mal. Glaube ich. Oh, Volker, bitte an. Ja? Jürgen, guck mal, pass mal auf. Da kommt gleich ein Case Quattra die Straße runter zum Händler. Darf der überhaupt auf... Sehen. Der darf doch gar nicht auf die Straße. Mit seinen Ketten. Oder? Oh. Ja, halt den mal an. Der war hier schon Schlangenlinie. Pöllacken hier mit die Norm. Oh, also, tschüss. Jo, danke dir. Hast du ihm Bescheid gesagt? Ja, volls LU angeschwärzt. Mal gucken, der hat. Jürgen hat schon gemeint, oh, der hat einen Straßenpfosten mitgenommen. Oh. Hä? Alter, der fährt aber hier auch hier lang. Ich dachte, der hätte ihn aufgehalten. Ich glaub nicht, genau. Er wird vielleicht. Vielleicht kriegt er Bestechungsgelder. Bestimmt. Ist der gerade da auf dem Feld oder wie ist das recht? Ja? Auf der Wiese? Hast du das auch gesehen? Was? Ich glaube, der war da oben bei auf Harrys Wiese. Wenn ich mich nicht recht getäuscht habe. Gerade sehe ich nichts. Jetzt ist aber schon jetzt so weg. Naja. Das ist unsere Kurve hier, ne? Mhm. Okay. Dari hat mir sogar angeboten, dass ich sein LKW ausleihen darf. Oh. Also wollen wir bei ihm, also beide bei ihm nach Arbeit fahren? Nee. Ja, der Jürgen baut mir einen neuen Schafstall, dann brauche ich natürlich ein paar Schafe. Ach so. Vor allem kriege ich dann ja wieder Subventionierung. Da baust du ja fast zum Nulltarif. Echt? Naja, nicht ganz, aber 40% macht man sich schon bemerkbar. Hm. Ah, da ist er ja. Oh ja. Der ist ein bisschen steuer. Ich pack mal gerade hierher. Da stehe ich hoffentlich nicht im Weg.